Hallo Schütze, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wie immer, bei dir sein zu dürfen. Das ist einfach so. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie deine Energie für dieses Wochenende steht. Ja, schauen wir mal. Naja, Schütze, also die Herrscherin, eine kreative, ermächtigte Energie, eine Mutter, eine schwangere Person, eine Ehefrau, einen Ehemann, eine verheiratet oder eine Person, die Familie hat, Kinder hat. Immerhin eine Mutter. Wie gesagt, diese Energie kann für dich irgendeine Person sein, weil die Situationen sind unendlich verschieden. Von da aus, ich kann nicht sagen, dass es spricht für oder diese Person. Du musst schauen, wer für dich momentan, wie du dich so fühlst, wer diese Energie für dich spricht. Immerhin ist eine Herrscherin, eine wichtige Person für dich. Ja? Komplizierte Situationen sehe ich hier hinten mit Zentestäbe. Verlust, Last ist hier zu sehen. Finanzielle Verlust sogar. Sehe ich hier. Also Schütze, ich sehe hier eine Situation, die schon sich sehr schwer gefühlt hat, sehr wie eine Last, viel Verantwortung. Ich sehe hier sogar finanzielle Verluste. Eine komplizierte Situation, was vielleicht auch mit so einer Energie zu tun hat. Schau mal jetzt. Ich habe hier für dich, für dieses Wochenende, zweite Schwerter, achte Schwerter, neunte Münze. Okay, Schütze. Du hast ja gesehen, ich hatte ja auch hier eine Herrscherin und jetzt habe ich ein neunte Münzen. Ich habe hier zwei Frauen. Schütze, ich habe hier mit einer Blockade zu tun. Ne? Also in manchen Fällen, entweder spricht das für dich, Schütze, oder für die andere Energie, ja, weil es kann sich spiegeln. Ich wiederhole das oft, weil es sind auch immer wieder neue Personen, die sich das Video anschauen und sind nicht immer die gleiche. Deswegen wiederhole ich immer oft die gleiche Situation oder Sachen. Ne? Also, aber wenn es sich nicht spiegelt, wir reden hier, dass jemand dich über sozialen Netzen möglicherweise blockiert hat. Dass du keine Kommunikation zu einer Person haben kannst, weil diese Person dich tatsächlich blockiert hat. Sonst, es gibt hier eine Blockade mit einer Person. Wir haben hier mit einem Ego zu tun, mit Ego zu tun tatsächlich. Mit Ängste, mit Ego, sehr, sehr stark zu spüren, muss ich dir schon sagen. Wir haben hier mit zwei Energien zu tun. Wie ich dir gesagt habe, wir haben hier mit einem Altersunterschied in manchen Fällen Schütze mit einer Person. Sehe ich auch sehr. Also wir reden über eine hübsche Person, eine Person, die ledig ist, die sehr viel Reichhaltigkeit hat. Niemanden braucht tatsächlich. Ne? Es gibt hier eine Blockade. So ein Gefühl von, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, das Gefühl ist hier. Das Gefühl ist hier. Warte mal kurz, bitte.
Es gibt hier Schnelligkeit, ne? Es gibt hier eine starke Anziehungskraft zu einer Person. Schnelligkeit, Kommunikation und es gibt hier schon Kommunikation. Aber eine Kommunikation, die vielleicht nicht so ganz ehrlich ist. Also es fehlt vielleicht ein bisschen an der Wahrheit dabei, ne? Es gibt hier, wir haben hier mit einer Person, die in manchen Fällen Schütze, wie ich es dir gesagt habe, mit mehreren Energien zu tun hat. Mehrere Energien sind hier zu sehen. Und trotzdem, man vermisst eine Person von der Vergangenheit. Eine Person, die dich entweder blockiert hält ein Gefühl von Bereuen ist da oder ein Gefühl vom Leiden sogar. Es gibt hier eine Situation in deinem Leben, Schütze, die dich so in einem in so einem Zustand hält von Blockade. Ja? Und das hat mit den Emotionen zu tun, mit den Gefühlen, mit einer Person zu tun. Mit diesen neuen Münzen ist ein Sechs der Stäbe gekommen. Aber ich denke tatsächlich, dieses Gefühl von einer starken Anziehungskraft zu einer Person ist hier tatsächlich deutlich zu sehen, Schütze. Aber ich sehe auch deutlich, dass wir hier mit einer Person zu tun haben, die nicht nur mit einer Energie, also die in seinem Kopf, egal wie das aussieht, ja, also dass in seinem Kopf nicht nur an eine Person denkt, ja, sondern es gibt auch eine andere Energie hier. Und du weißt, wie das ist, solange man im Kopf eine andere Person hat, aber im Herz eine andere und was man sagt, auch nicht mit dem, was man im Kopf und im Herz zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Also wenn den Kopf, das Herz, die Seele nicht also eins sind, sondern ich vielleicht in meinem Herz eine Person habe, aber in meinem Kopf wiederum eine andere und dann, was ich sage, nicht ganz deutlich die Wahrheit spricht, dann sind wir schon in eine bestimmte Blockade. Also das und das am Ende schütze. Kommt man nirgendwo richtig an. Ja? Also man bewegt sich in verschiedene, aber man kommt nie so richtig an eine Situation an. Aber nicht, weil das Universum jetzt nicht klar mit uns ist, sondern weil wir nicht deutlich genug sind. Wir sind nicht deutlich. Ja? Wir sind tatsächlich nicht deutlich. Nicht deutlich zu uns selber, also nicht selbst treu, auch nicht zu unserem Universum, nicht deutlich. Und deswegen kommen solche Situationen von Blockade, nicht weil die Welt jetzt böse ist, sondern weil wir selber nicht die Wahrheit ins Gesicht schauen wollen, weil wir die Wahrheit nicht wahrnehmen wollen, weil wir diese Konfrontation nicht haben wollen. Es gibt hier ein starkes Gefühl von Ego, muss ich dir schon sagen. Und diesen Verstand sollte man zum Schweigen bringen, ne? Also den Verstand tatsächlich zum Schweigen zu bringen, wäre wichtig hier. Ja, was sehr wahrscheinlich nur mit diesen religiöse Erziehung zu tun hat, was sehr dein Liebesleben beeinflusst, ja, dieses alten Verstand, die tatsächlich auch nicht mit uns zu tun hat, die eigentlich nur mit anderen Generationen zu tun hat. Also es gibt hier eine Situation von Ego, sehr stark, Ego, Stolz ist hier zu sehen und man kann in diesem Zustand so lang bleiben, wie man selbst entscheidet. Ja? Also ich kann, ja. Oder ich kann das verändern, wenn ich auch möchte. Also auf jeden Fall, es ist so, wenn ich leide, ist immerhin wegen mir. Ja? Wenn ich glücklich bin, ist auch wegen mir. Und wenn ich traurig bin, ist auch wegen mir. Ja?
Also niemand ist verantwortlich dafür. Also ich entscheide für mich, ich entscheide für meinen Weg. Ja? Ich habe meinen freien Willen. Natürlich, wenn jemand eine Situation nicht möchte, ja, muss man natürlich sich dankbar sein für das, was es geht, und sich freuen für das, was neu auf dich zukommt. Weil zwingen kann man natürlich niemand. Also jeder hat für sich diesen freien Willen. Jeder entscheidet für sich. Ja, aber tatsächlich hier gibt es eine Situation von starkem Ego, sieht man ja deutlich. Und die Sache ist, ich kann natürlich so sehr viel Zeit bleiben. Ja, und das ist eine Entscheidung, die jeder für sich trifft. Auf jeden Fall, das Universum wird nicht kommen, um das zu verändern. Diese Entscheidung liegt an uns, immer, an jeder von uns. Und ja, es gibt hier eine Blockade. Über Sozialnetzen oder wie gesagt, eine Blockade mit einer Person. Das ist sehr deutlich hier zu sehen. Und Gründe sind da, die man natürlich selbst schon weiß, wie die Situation ist. Es ist halt kompliziert. Was ich hier habe, ist halt kompliziert. Und jeder muss schon irgendwie wissen, wie man die Situation hier verändert. Weil Ausweg dafür gibt es immer. Es gibt immer einen Ausweg. Für diese Blockade gibt es immer einen Ausweg. Natürlich. Ne? Also Schütze, das ist halt, was ich für dich habe. Ich danke dir, dass du mich zuhörst, dass du mich siehst. Ja? Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Die sind sehr wichtig für mich. Ich wünsche dir einen schönen 4. Advent und ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag, Schütze. Ja? Dankeschön. Tschüss.